Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Seid ihr herzlich willkommen bei dieser Aufnahme, was kommt am 21. Oktober 2020. Mond betritt heute im Sternbild Schlangenträger. Interessant ist, dass dieses Sternbild auf dem Ekliptik befindet, aber gehört nicht zu dem Tierkreiszeichen. Hier handelt es sich um Heilung, weil dieser Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlischen Arzt. Aber wir sollen die Schlangen auch betrachten. Das sind oft Einflüsse von außen. Die eine Schlange trägt die Gift in sich, das sind Lügen und Intrigen. Und die andere Schlange zeigt Heilung, trägt die Heilkräuter in sich. Und das bedeutet, wir können das erkennen und dann kommt auch eine Lösung. Mond befindet sich heute im Mondhaus Mula. Übersetzt bedeutet das Wurzel. Wir brauchen Sicherheit, Stabilität, Halt im Leben. Wir möchten verankert, verwurzelt sein irgendwo und suchen unseren Platz. Sei das die wohnliche Situation oder die Arbeitsplatz oder Liebe, Partnerschaft. In allen Lebensbereichen brauchen wir gerade Halt im Leben. Über diesem Mondhaus herrscht Neriti und Neriti ist die Schattenseite der zerstörerischen Gottheit. Bei der indischen Mythologie oder bei Inder verkörpert das auch Tod, Todesfälle. Ich möchte das nicht betonen, sondern hier geht es darum, dass wir etwas zerstören oder beenden oder loslassen. Das klingt schöner, damit etwas Neues entstehen kann und das gibt uns die Wurzel, diese Verankerung in einen Platz, wo wir das Gefühl haben, ja, hier sind wir endlich angekommen. Sonne und Mond, die beiden Lichter, bilden sich eine harmonische Verbindung und das wirkt im heutigen Tag. Das ist schön, das ist angenehm. Die Spannung zwischen Mars und Jupiter hat sich gelöst, aber das kehrt später noch zurück, wenn Mars direkt läufig wird, also abgeschlossen ist es nicht. Hier handelt es sich um Ungerechtigkeiten oder eine rechtliche Lage. Zwischen einem rückläufigen Merkur und einem rückläufigen Uranus war eine Opposition, aber Merkur bewegt sich schneller als Uranus, hat sich entfernt von dieser Bindung. Aber wenn Merkur direkt läufig wird, treffen sie sich wieder hier gegenüber. Also das ist auch noch nicht abgeschlossen, wenn es um Veränderungen geht und Handlungen und Kommunikation über eine bestimmte Veränderung. Die Thematik wird nochmal zurückkehren. Und das war meine heutige Aufnahme. Was kommt am 21. Oktober 2020? Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.